Eine The Walking Dead-Welt, in der der Governor nicht zum Bösewicht der Serie wird. Nein, er schließt sich Rick und seiner Truppe an. Wie diese Welt aussehen könnte, wie das überhaupt dazu kommt und was es doch für, naja, vielleicht Twists in dieser Theorie geben könnte, das erfahrt ihr in diesem Video. Und deswegen heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, der Governor, einer der wirklich ersten richtigen Gegenspieler oder Schurken in der Welt von The Walking Dead und auch ein tragisches Ende bzw. ein sehr dramatisches Ende, was er mit sich gebracht hat. Aber gehen wir mal davon aus, dass der Governor sich von Rick bereden lassen hat und sich dachte, hey, vielleicht ist das, was ich hier mache, doch nicht wirklich das Richtige und ich schließe mich einfach der Gruppe an. Das ist die Theorie, die wir uns heute mal anschauen. Der Governor, der sich wirklich Ricks Gruppe anschließt, der zum Guten wird und das vielleicht mit mehreren Stolpersteinen im Weg. Vorab müssen wir ein paar Punkte festlegen. Zum einen alle Sachen, die bis zum letzten Moment, also bis kurz bevor er Herschels Kopf abschneidet, passiert sind, sind passiert. Wir sehen, dass er Merle tötet, wir sehen, dass er Andrea tötet, in Anführungsstrichen, oder sterben lässt, mehr oder weniger. Und wir sehen auch die Szene, beziehungsweise das, die Problematik mit Glenn und Maggie. All diese Dinge sind passiert. Der Governor ist schon auf dem Weg des Durchdrehens und auch Michonne hat seine Tochter getötet und ihm das Auge ausgestochen. Denn all diese Punkte haben ihn ja erstmal dahin gebracht, wo wir ihn jetzt haben. Und ja, ab dem Punkt sollte es für ihn eigentlich kein Zurück mehr geben, aber für diese Theorie machen wir seinen Charakter doch ein bisschen beeinflussbarer. Denn in der Rede von Rick an den Governor und an seine Leute realisiert der Governor langsam aber sicher, hey, ist es in dieser Welt doch Quatsch, gegeneinander zu sein, lasst miteinander sein. Ich habe hier so viele Leute, die am Leben sind, die hierbei sterben könnten und deren Leben will ich nicht riskieren. Zugegeben, ja, das ist ein Sinneswandel vom Governor, den man vielleicht wirklich einfach nicht herbeisehnen kann, aber wie gesagt, wir gehen für diese Theorie einfach mal davon aus, dass es so passiert wäre. Und der Governor lässt sich in dem Fall dann auf das Angebot von Rick ein. Und hier startet die Theorie. Wir haben dadurch einige Veränderungen. Zum Beispiel die größte, die wir erstmal direkt aufs Auge gedrückt haben. Ja, Herschel ist noch am Leben, was vor allem für Maggie und auch für Beth wirklich viel bedeutet. Gerade für Maggie, die jetzt ab dem Punkt mit dem Governor zusammenleben muss, ist es natürlich ein Vorteil, dass er ihren Vater nicht getötet hat. Sind wir mal ganz ehrlich. Durch den Anschluss und dementsprechend den Nichtangriff aufs Prison fällt genau dieses Prison auch nicht. Das heißt, alle Leute, die da wohnen, die dann zu Hause haben, plus halt der Governor und seine neue Truppe, haben hier immer noch eine gute befestigte, naja, Base. Davon abgesehen wird natürlich auch durch den Zuwachs von den, ich sag mal, paramilitärischen Zugehörigen des Governors die Gruppe im Allgemeinen stärker. Wir bekommen mehr Kämpfer, wir bekommen mehr Leute, die mit Waffen umgehen können und die auch rausgehen können, sammeln können und, naja, denen man auch die Sicherheit des Prisons anvertrauen kann. Aber natürlich entsteht hier nicht nur Gutes. Wir müssen uns immer noch vor Augen halten, der Governor hat zu dem Zeitpunkt wirklich sehr viel Scheiße gemacht. Seine Gruppe wird erstmal, würde ich sagen, so wie sie ist, akzeptiert. Wir sehen ja auch mit Terra im Originalverlauf, es funktioniert ja halbwegs, deswegen die Gruppe wird sich sehr gut einbürgern. Das Einzige, was halt erstmal passieren wird, es wird eine ähnliche Negan-Situation geben. Der Governor wird wahrscheinlich vielleicht erstmal weggesperrt, unter Verschluss gehalten oder zumindest an der kurzen Leine gehalten. Gerade jemand wie halt Glenn und auch Maggie werden wahrscheinlich immer noch sehr, sehr nachtragend sein. Aber auch für diese Theorie gehen wir davon aus, dass das mit der Zeit einfach besser wird, weil der Governor sich beweist, weil er zeigt, dass er doch wirklich ein guter Mensch sein will und es auch sein kann. Nichtsdestotrotz wird sich der Moment rauskristallisieren, an dem sich mehrere kleine Gruppen bilden, und zwar einmal die für den Governor und einmal die, die gegen den Governor sind. Wobei man sagen muss, für den Governor ist in der Hinsicht auch nicht mal richtig, weil es wäre einfach so die Gruppe, die den Governor zurückhaben will. Zu dem Zeitpunkt hätten wir aber eher den guten alten Philipp hier und nicht mehr als Governor. Sprich, die Gruppe, die versucht, ihn wieder zum Governor zu machen. Gleichzeitig gibt es wahrscheinlich auch viele Leute, die sich innerhalb des Prisons, ehemalige Bewohner von Woodbury, die sich vom Governor halt verraten fühlen, naja, verständlicherweise, viele von denen werden sich wahrscheinlich verbünden und sagen, nein, wir müssen den Governor entweder umbringen oder zumindest einfach rausschmeißen oder umschmeißen. Tätlich machen. Ich denke, gerade das wird das Einleben oder die Einbürgerung vom Governor wirklich ziemlich schwierig machen und er wird einiges an Arbeit leisten müssen, um das zu beweisen. Wie gesagt, ähnlich wie die ganze Situation mit Negan. Aber gehen wir mal davon aus, dass es wirklich zu einem Putsch kommt, es verschiedene Gruppenbildungen gibt, die für oder gegen den Governor sind und diese quasi gegeneinander anfangen zu kämpfen, aber Rick sich einfach weiterhin vor den Governor stellt und sagt, nein, der hat sich hier so gut bewiesen, wir bleiben mit ihm und bei ihm und dieser Fall des Prisons kommt auch, aber halt nur wesentlich später als halt durch den Governor und dementsprechend geht dieser Verlauf jetzt erstmal weiter. Das bedeutet, wir bekommen eine Sache wie Terminus zu sehen, wir bekommen eine Sache zu sehen wie halt der Einlauf in Alexandria und dementsprechend auch irgendwann die Begegnung mit den Saviors. Grundlegend bei allen Begegnungen, ob es mit den Terminus-Kannibalen ist oder wem auch immer sie auf dem Weg begegnet sind, auch hier den Claymern, also hier der Gruppe, wo Daryl kurzzeitig mal beigetreten ist, ich glaube, diese Situationen werden gerade durch Phillips Aggressivitäten und Können ziemlich schnell gelöst werden. Vor allem, weil wir jetzt mal davon ausgehen,
ausgehen, dass ein paar Leute aus Woodbury, die sich dem Governor immer noch verbunden fühlen, aber auch sagen, hey, wir wollen aber auch mit Ricks Gruppe zusammenleben. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr starke Truppe bilden und auch wirklich eine gute Überlebenschance in der ganzen Apokalypse darstellen. Grundlegend kann man einfach nur sagen, ich könnte mir vorstellen, es werden sehr, sehr viele Probleme wesentlich schneller gelöst und dadurch auch einfach wesentlich weniger Tote zurückgeblieben. Denn wir müssen uns auch an dem Punkt einfach mal kurz vor Augen behalten. Rein theoretisch hätten sie dauerhaft die Möglichkeit und den Zugriff auf einen fahrtüchtigen Panzer. Ja, man muss sagen, der Treibstoff wird irgendwann ausgehen und das ist die Frage, nehmen wir lieber ein Auto zum Betanken oder den Panzer? Das wird so eine Abwägungssache sein, aber rein theoretisch, dieser Panzer ist existent. Der kann sowohl gegen die Whisperer als auch gegen Negan als auch gegen alle anderen, später halt das Commonwealth, nützlich sein und könnte wirklich die Oberhand über alles bedeuten. Aber überspringen wir mal diese ganzen Kleinigkeiten und gehen wir wirklich davon aus, dass der Governor für Rick mehr oder weniger eine Art Shane-Ersatz ist. Nicht unbedingt als bester Freund, aber so als rechte Hand oder als linke Hand, wenn wir davon ausgehen, dass Daryl seine rechte Hand ist. Dieses Trio, Daryl, Rick und der Governor, das könnte, wie gesagt, sehr, sehr krass durch die Welt von The Walking Dead durchrasieren. Und gerade wenn wir dann auf einen Negan treffen, kommt es hier zu einem vielleicht möglichen Wendepunkt. Denn ich habe an dem Punkt zwei Theorien, wie es hier weitergehen könnte. Die eine ist, durch den Governor wird diese ganze Negan-Thematik einfach doppelt und dreifach so schnell abgewickelt. Wir bekommen gar nicht den Fall des Lineups, wo Glenn drauf geht, wo Abraham drauf geht. Wir kommen gar nicht so weit, sondern durch gerade die Kompetenz und die Ressourcen, weiterhin den Panzer im Auge, die der Governor mit sich bringt, wird es ein einfaches sein, die Savior zu überrollen, wortwörtlich, und auch da einfach viele Tote und Probleme zu vermeiden. Ähnliches Szenario wäre in dem Fall bei den Whisperern möglich. Ich denke wirklich, dass der Governor und seine Truppen so gut unterstützend sind, weil sie auch wirklich nicht schwach sind, muss man sagen, um halt da wirklich viel auszuhelfen. Denn man muss sagen, das, was am Ende in vielen Situationen das zum Problem geführt hat, ob es bei den Saviors war oder halt einfach bei den Whisperern, war halt vielleicht auch die fehlende Ausbildung. Und das muss man sagen, hatte dieses paramilitärische vom Governor hatte das schon und definitiv dadurch auch eine, naja, militärische Stärke in Anführungsstrichen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Whisperer auch eher ein kleineres Problem gewesen wären. Wahrscheinlich wären sie noch ein kleineres Problem gewesen, dadurch den Governor Rick vielleicht niemals bei der Brücke draufgegangen wäre und dementsprechend ein Rick auch gegen eine Alpha gekämpft hätte. Und ich bin sowieso der Meinung, dass wenn wir dieses Szenario bekommen hätten, da wären die Whisperer sehr schnell den Bach runtergegangen, definitiv. Aber das sind ja alles die schönen und guten Enden. Aber ein Ende, das habe ich mir so spontan noch überlegt und ich glaube, das wäre wirklich ein sehr, sehr interessantes Szenario, was sich auch viele The Walking Dead Fans, glaube ich, schon öfter mal zumindest in weiter Entfernung ausgemalt haben. Und das ist einfach der Punkt, dass wir auf Negan treffen. Negan kommt zum Line-Up und Negan sieht halt unsere ganzen Menschen, darunter auch den Governor. Und ähnlich wie ich es mit Shane beurteilen würde, wäre es hier ein 50-50-Ding. Denn ich bin der Meinung, dass der Governor weiterhin in seiner Psyche so angeknackst ist, dass er sehr, sehr schnell beeinflusst werden kann. Und gerade ein Negan ist ein Gott, wenn es darum geht, Leute zu beeinflussen oder zu überreden und klein zu halten. Die Vorstellung, dass wir einen Governor bekommen könnten, der eine rechte Hand für Negan darstellt, wäre schon sehr, 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 sehr badass. Einfach dieser Twist, dass Negan im Kopf vom Governor wieder alles hochholt. Was passiert ist, dass mich schon seine Tochter getötet hat, dass alle Leute, die er verloren hat, alles, was er verloren hat, alles Ricks Schuld ist. Und dementsprechend zieht Negan den Governor komplett auf seine Seite. Und wenn wir das Ganze so hinstellen, muss ich wirklich sagen, dann könnte das für Rick und seine Kumpanen sehr, sehr schmerzhaft enden. Denn ich glaube wirklich, dass wenn wir den Vergleich zwischen Negan und Governor sehen, vor allem zu ihren Höchstzeiten, ist der Governor doch wirklich viel radikaler und brutaler, was solche Sachen angeht. Negan hat weiterhin immer im Kopf, Menschen sind eine Ressource. Den Punkt, den hat der Governor nicht so ganz drin. Und somit wären nicht nur nachher die Whisperer das Problem, nein, wir hätten eine Negan-Governor-Kombination, die wahrscheinlich wirklich das ganze Land überrennen könnte und einfach durch ihre Erfahrung und durch ihren Charakter und durch ihr Charisma einfach wirklich eine brutale Kombi sein könnten. Wie gesagt, Ähnliches habe ich mir schon mal bei Shane ausgemalt, einfach ob Shane mal eine Zeit lang beim Negan gelandet wäre, ob im guten oder im schlechten Sinne, das kann man sich jetzt mal überlegen, aber an für sich glaube ich wirklich, der Governor wäre zum Zeitpunkt seines Peaks, also wirklich dieses das Höchste, was er jemals in der Serie abgeliefert hat, wäre er für egal welche Seite absolut eine Bereicherung, weil der Typ hat Eier und der Typ hat auch Ahnung von dem, was er macht. Später, die ganzen Fehler, die er gemacht hat, der Grund, warum er überhaupt so leichtfertig draufgegangen ist, ist halt einfach wirklich nur, dass er durchgedreht ist, dass er einfach nicht mehr klar war, dass er nicht bei klarem Verstand war
und einfach nicht gesehen hat, was ist richtig und was ist falsch. Er wollte pure Rache und war dementsprechend blind vor Rache. Und in diesem Szenario, in dieser Theorie, nehmen wir ihm diese Blindheit von Rache und dementsprechend kann er wieder klaren Gedanken fassen. Ja, deswegen auf der positiven Seite hätten wir definitiv einen unterstützenden Charakter für Ricks Trupp über die ganzen Staffeln hinweg. Eine Person, die wirklich ähnlich wie ein Daryl einfach nur hilfreich ist. In jeglichen Belangen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch einen unfassbar labilen und instabilen Charakter, der einfach mit einem falschen Fingerschnippen wieder zurück switchen kann und einfach wieder das brutale, blind vorhassende Arschloch ist, was wir halt ja, im Finale in Prison gesehen haben. Ja, so viel zu der Theorie und an für sich würde ich die Theorie wirklich als sehr, 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 sehr unwahrscheinlich abstempeln. An für sich gefällt mir der Gedanke, dass wir den Governor als positiven Mensch, als guten Mensch auf der Seite von Rick gesehen hätten. Überhaupt diese Zusammenarbeit zwischen allen Antagonisten mit den Protagonisten wäre super interessant gewesen. Aber ich würde grundlegend sagen, das ist so eine Theorie, der ich vielleicht eine 4 bis 5 von 10 geben würde von der Wahrscheinlichkeit her. Denn für mich wäre die größte Frage, was muss sich geändert haben für den Governor, dass er wirklich von purem Hass, von purer Rache auf okay, hey, wir passen uns doch an. Was muss sich da geändert haben? Und in meinen Augen ist das so ein großer Punkt, der sich hier geändert haben muss, dass es so fernab von jeglicher Realität ist, dass es einfach nicht dazu kommen könnte. Und auch die Frage, ob überhaupt der Rest von Ricks Gruppe ihn akzeptieren kann, eine Michonne, die er ja, wenn wir auf die Comics eingehen, wirklich sehr, sehr krass foltern und misshandeln wollte. Oder einen Glenn und eine Maggie, die von ihm mehr als nur gefoltert und auch definitiv runtergebuttert wurden. Ob diese Leute überhaupt in der Lage wären, ihn zu akzeptieren und in die Gruppe aufzunehmen. Zu dem Zeitpunkt muss man sagen, war Rick ja schon so von seinem Charakter her angeknackst, dass er ja quasi gar keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr hatte. Er war ja mehr oder weniger zwar der Anführer, aber halt auch irgendwie nicht so ganz. Und ich glaube, da wäre der größte Haken. Einmal der Grund, warum sollte sich der Governor umentscheiden und wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass er sich der Gruppe anschließen kann, also von der Gruppe selbst aus. Ich glaube, er wäre irgendwann früher oder später in seiner Zelle im Schlaf von irgendwem umgebracht worden. Das wäre jetzt so das Faktischste, was als Logischste da wäre. Nichtsdestotrotz finde ich, wie gesagt, die Theorie im Ansatz nicht schlecht zu sehen, was in dem Fall passieren könnte. Einfach diese Zusammenarbeit zwischen Rick und dem Governor, die man ja auch in diesem Gespräch, wo sie sich da getroffen haben, sieht, es wäre sehr, sehr interessant geworden von beiden Charakteren, weil es eigentlich Charaktere sind, die eher wie Steine aneinander schlagen. Es wäre super interessant gewesen, vor allem mit beiden Gruppen, also sowohl der Gruppe, die hinter dem Governor stand, als auch halt Ricks Gruppe. Die Chemie da drin zu sehen, wäre interessant gewesen. Gerade so jemand wie, ich habe seinen Namen vergessen, der Typ, der den Panzer gefahren ist und ein Daryl, hätten irgendwie für mich sind die vom Charakter her super ähnlich. So dieses Draufgänger-Hau-drauf-Ding, das ist super geil gewesen. Und ich glaube, das in Kombination hätte was Cooles ergeben können. Aber wie gesagt, ganz realistisch betrachtet ist die Theorie eher, naja, gegen unwahrscheinlich gerichtet. Denn wie gesagt, es müsste zu viel sich ändern und wirklich zu viel vergessen sein, dass der Governor sich selbst ändert und auch angenommen wird in der Gruppe. Also daher für mich eher eine sehr, sehr unrealistische Theorie. Wie gesagt, nichtsdestotrotz eine Theorie, die ich an für sich ganz von der Idee her nicht ganz so schlecht finde. Und jetzt sei gerne mal ihr gefragt, was würdet ihr von dieser Theorie halten, beziehungsweise was würdet ihr von dieser alternativen Wendung halten, dass der Governor wirklich Ricks Angebot zustimmt, dass er sich der Gruppe anschließt, unabhängig jetzt mal davon, ob es akzeptiert wird oder nicht. Wie fändet ihr das? Was hättet ihr dazu gesagt, dass wenn dieses Szenario eingetroffen wäre? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr sowieso schon am Schreiben seid, gerne weitere Vorschläge für was wäre wenn's. Vielleicht auch mal wirklich so unrealistische was wäre wenn's, dass es einfach total lachhaft ist, ein Video drüber zu machen. Wenn sie mir gefallen, mache ich es aber trotzdem. Deswegen haut eure Ideen gerne in die Kommentare. Dementsprechend werde ich euch jetzt hier zwei Videos einblenden, vielleicht auch die Playlist zu was wäre wenn's. Denn The Walking Dead und was wäre wenn ist für mich einfach ein Herz und eine Seele. Ich könnte mich da reinversetzen in diese What-Ifs. Und das sieht man vielleicht auch in den Videos tatsächlich doch gut. Deswegen checkt sie gerne aus. Wenn euch die Videos gefallen haben, checkt den Kanal gerne aus. Und dann würde ich jetzt sagen, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich jetzt aber erstmal raus. Ciao.